Nach vorn, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann sind da zwei Maschen. Dann geht man in beide Maschen hinein und strickt beide Maschen zusammen. Und weil man auf der rechten und auf der linken Seite dann abnimmt, nehmen wir die ersten beiden und strickt die wieder zusammen. So, und dann strickt man hier drüber hin. Das ist jetzt die zweite Nadel der Reihe. So, das ist die dritte Nadel. Und dann nehmen wir wieder ab. Die letzten beiden bleiben stehen. Man sticht in beide hinein. Und schon hat man wieder eine abgenommen. Und hier auf der rechten Seite von dem Hausschuh wieder die ersten beiden zusammengestrickt. Und dann strickt man die zweite Reihe fertig in Gelb. Und jetzt ist die dritte Reihe dran. Jetzt haben wir genau dasselbe wieder. Eine Reihe gestrickt, eine Nadel. Wir haben hier wieder beide Maschen. Die beiden Maschen zusammenstricken, abnehmen. Und die ersten beiden wieder zusammenstricken. Und das machen wir jetzt so lange, so viele Reihen, bis wir auf jedem Strickstock drei Maschen haben. Und dann zeige ich euch, wie der Hausschuh fertig gemacht wird. So, jetzt haben wir die Spitze vom Hausschuh fertig gestrickt. Ich möchte noch mal zeigen, wir haben rechts und links abgenommen. Das ist die erste Nadel, die zweite, dritte und vierte. Bei der ersten Nadel haben wir die letzten beiden zusammengestrickt, bei der zweiten Nadel die ersten beiden, bei der dritten Nadel die letzten beiden und bei der vierten Nadel wieder die ersten beiden. Und jetzt haben wir auf jedem Strickstock drei Maschen und dann schneiden wir den gelben Faden großzügig ab. Nehmen die große Nadel, fädeln auf. Und jetzt nehmen wir die Maschen ab von den Strickstöcken. So. Wir nehmen sie einfach alle auf die Nadel. Alles schön da drauf. Ziehen wir ruhig durch. Bis zum Ende des Fadens. So, und auch die letzte Nadel. So, jetzt haben wir alle Maschen auf dem Faden. Fassen nach innen. Vorne ist ein kleines Loch, da tun wir die Nadel durchschieben. Machen den ganzen Hausschuh auf links. So, und jetzt alles vernähen, den ganzen Faden als hin und her schön vernähen, dass das schön fest ist. Wenn es dann erst in der Waschmaschine gefilzt ist, auch wenn es dann ganz so fest geworden ist, also da löst sich nichts, es gibt keine Löcher oder irgendwas. So, haben wir es festgenäht und ich lasse zur Sicherheit immer noch so ein kleines Fädchen stehen, in der Länge etwa. Auch die Faden, die vernähe ich nicht, die schneide ich mir so groß ab. So, und von den Restfaden, die ich so habe, mache ich eine Kugel. Richtig schön ineinander gerollt. Und die werfe ich dann beim Filzen mit in die Waschmaschine und dann haben meine Kinder einen kleinen Ball oder gleich Filzperlen. Und dann kann man da auch ein Modestück draus machen. Und jetzt ist der Hausschuh erstmal fertig. Die Fersen nähen wir dann zusammen. Ne? Und jetzt muss der gleiche Hausschuh halt nochmal das zweite Mal gestrickt werden. So, jetzt haben wir den Hausschuh fertig gestrickt, die Spitze gemacht. Jetzt drehen wir den ganzen Hausschuh auf links und müssen hinten die Ferse zunähen.
Dann nehmen wir den schwarzen Faden. Machen hier oben ein paar Stiche, dass das richtig gut hält. Dann nehmen wir es uns so. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir das nur zusammen heften, so ein klein wenig. Bloß nicht zu feste ziehen. Von rechts nach links und von links nach rechts. Immer hin und her. Bloß nicht so feste zusammenziehen, sonst wird so eine harte Naht und das drückt dann. Als nur so ein bisschen locker hin und her. Weil beim Filzen verfilzt sich sowieso der Stoff oder die Wolle dermaßen, dass es sich nicht mehr öffnet. Alles schön hin und her. Gleich haben wir es geschlossen. Dann vernähen wir es uns unten ganz gut. So. Und ich lasse die Faden meistens ein Stückchen hängen und schneide sie erst dann nach dem Filzen ab. Dann rutscht mir auch nichts weg und entsteht auch kein Loch. Einfach hängen lassen. So, jetzt drehen wir es wieder auf rechts. Der erste Hausschuh ist fertig. Und der zweite. Eine Riesengröße und nach dem Waschen. Gewaschen wird in der Waschmaschine. Alleine nur die zwei Hausschuhe zusammen. Pflegeleicht. Bei 40 Grad mit einem Becherchen Pflegewaschmittel. Aber bitte flüssig, das ist ganz wichtig. Und wenn es geht, wenn man zu Hause hat, noch zwei Tennisbälle mit reinwerfen und die mitwaschen. Und dann sollte man nach dem Waschen unbedingt die Schuhe auf Größe ziehen, auf Größe, Länge und Breite, wie man es haben möchte, und auch so hinlegen, die Form, und auf ein Handtuch legen die Schuhe und 2 bis 3 Tage trocknen lassen, auf gar keinen Fall auf der Heizung, sondern irgendwo, wo sie nicht stören. Man kann sie dann auch noch ein bisschen ziehen im feuchten Zustand, und sollten sie nach dem Trocknen einfach noch zu groß sein, dann einfach nochmal waschen, bis wir die richtige Größe haben. Nach dem Waschen, wenn die Schuhe passen, kann man sie dann später, wenn sie schmutzig sind, auch mal in der Waschmaschine waschen, aber dann bitte nur noch pflegeleicht kalt, sonst würden sie ja noch mal kleiner werden. So, das sind die großen Jungen- oder Herrenschuhe. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen auch noch kleine. Da habe ich schon einen fertig. Das ist der kleine in der Größe 22 bis 24 vom Rest der Wolle. Halt Farben umgekehrt, die müssen jetzt auch noch hinten zugenäht werden, die Spitze ist schon fertig. Und die könnten wir eventuell noch mit in die Waschmaschine werfen und mitfilzen. Das Filzen schauen wir uns dann an, wenn die Hausschuhe getrocknet sind. So, und hier habe ich jetzt schon einen fast fertigen Kleinkindhausschuh, das wäre Größe 22 bis 24. Dazu habe ich 20 Maschen aufgenommen. Hier oben 20 Maschen, dann 21 Reihen in Gelb gestrickt. Dann haben wir hier vorne wieder eine Masche dazu aufgenommen und hier auch. Dann haben wir zusammen 22 Maschen gehabt. Auf 2 Nadeln 6 Maschen und auf 2 Nadeln jeweils 5 Maschen. Und dann nochmal 18 Reihen in Rot gestrickt, eine Reihe in Schwarz. Und dann wieder abgenommen, die Spitze, wie wir es beim Großen auch gelernt haben. Und so lange abgenommen, bis auf jeder Nadel nur noch 2 Maschen waren. Die letzte Reihe müssen halt die 2 Maschen komplett gestrickt werden auf einer Nadel und die 3 nochmal einmal abgenommen. Und dann wäre der auch fertig. Und dann stricken wir Seiten gleich noch den anderen und dann haben wir gleich den Kleinkindhausschuh auch fertig. Was auch noch wichtig ist, das ist die Banderole von der Wolle, die wir benutzt haben. Und zwar steht dann immer da drauf Nadeln von 7 bis 8. Und wenn ihr diese Wolle kauft, dann steht 7 bis 8 die Nadeln, dann ist die auch dick genug. Denn es gibt sehr, sehr dünne Filzwolle und dann stimmen die Größen nicht. Das ist immer ganz wichtig, gerade bei den allerersten Hausschuhen, die ihr strickt, nehmt die dickste Wolle, die ihr überhaupt finden könnt. Das ist ganz wichtig, dann habt ihr auch Glück damit und dann passen sie auch. So, nun waren die
Hausschuhe, Pantoffeln in der Waschmaschine, sind verfilzt worden, haben 2 Tage getrocknet. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe die 2 noch ausgestaltet. Das sind die Hundchen, die Damenpantoffeln und die Herrenpantoffeln oder Jungenpantoffeln, ohne dass etwas dran ist. Habe sie auch noch teilweise rutschfest ausgestattet. Und dies zeige ich dann im nächsten Video, wie man Pantoffeln und Hausschuhe umgestalten kann und wie man sie vor allen Dingen rutschfest machen kann, dass man nicht ausrutscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Video über das Hausschuhe und Pantoffeln stricken und verfilzen, und ihr habt Spaß, beim nächsten Mal wieder reinzuschauen. Danke!